So, weiter geht's. Na guck, funktioniert doch. Ich muss halt nur wissen, wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Weil wir haben da was, aber wir haben natürlich noch die andere gefallen. Ach du, ey, das ist so viel, ne? Die Seher-Fanatiker erschlagen. Flüstertafel, weiß nicht, was das heißt. Was ist das? Ich verfolge jetzt mal die. Die ist auch da hinten. Wo ist die denn? Ach so, die ist auch da. Also hier war ich, da war ich, dort war ich. Hier ist noch ein komisches Fragezeichen. Jetzt weiß ich ja, wie ich das theoretisch lösen kann, aber praktisch noch nicht. Auch hier das praktisch. Nö. Hier Kompass ersetzen. Da ist ein Doktor, da ist ein Tor. Wir gehen mal zu dem Doktor hinten. Ja. Ich glaube, da muss ich hier einmal rumführen, ne? Ja. Du weißt, dass ich dich besiegt hätte. Na klar. Im Kampf, wenn Atreus nicht da gewesen wäre. Mag sein. Wir könnten das wiederholen, es herausfinden. Will ich lieber nicht. Kann ich mir vorstellen. Aber das Problem ist, bei Kratos, man weiß, oder keine Ahnung, vielleicht kann er das auch alles nicht mehr. Er kann es einfach nicht mehr. Oder er will gar nicht. Ach so, stimmt, dann war ich ja hier. Und da fehlt mir ja sogar noch eins, weil ich nicht weiß, wo es ist. Ja, so war das nämlich. Und da, das habe ich gemacht, dann war ich da oben. Hier ist was. Aber hier kann ich doch einfach so hin. Je näher wir kommen, desto enger wird es in meiner Brust. Willst du bestimmt weitermachen? Sich der Vergangenheit zu. Nee, ich will aber nicht weitermachen. Jetzt mal Stopp hier. Ich muss es tun. Ich habe schon zu lange mit diesem Schmerz gelebt. Ja, komm, man zieht sogar das hier weg. Sie es glauben. Und dann kommt es einfach wieder, Schweinerei. Wir waren einmal glücklich. Eine Zeit lang. Aber hier muss ich ja auch irgendwie hin, ne? Weise, dass der Frieden andauert. Vielleicht war das mir. Ich habe trotzdem versagt. Irgendwie. Wenn ich auf der Seite bin. Okay, dann kann ich den Raben auch weghauen. Wo war denn jetzt das? Warte mal, das Fragezeichen? Da bin ich jetzt. Nee, da bin ich noch nicht. Da muss ich irgendwie an Land. Und dann kann ich mit ihren komischen Dingern das machen. Denke ich. Doch das hier, oder nicht? Nee. Doch. Aber wie komme ich da? Abs. Vor allem, was bringt mir das? Das ist ja schon allein die Frage, was mir das bringt. Komm ich hier irgendwo rauf? Nee. Ja, wahrscheinlich, um von da wieder zurückzukommen. Aber ich krieg's ja nicht weiter in die Richtung, ne? Denke ich. Ja. Weil ich müsste das ja, diese ganze Chose da in Brand setzen können. Dann kannst du das kaputt machen und dann wird hier wahrscheinlich das Tor aufgehen. Aber dafür werde ich wahrscheinlich eher darauf müssen. Aber wie komme ich darauf? Halt auch. Aber hier ist eigentlich ein Fragezeichen. Weil da oben, also ja, da muss ich drauf, um das wegzumachen, gehe ich von aus. Oh. Bin ich denn hier hin? Seine Taten in Midgard. Liegt Atreus noch etwas an dir? Ich weiß. Ich habe auch einen Sohn. Ein Secret-Zugang. Es mag schwer zu glauben sein, aber er war Atreus in diesem Alter ähnlich.
verehrte seinen Vater, wollte seinen Erwartungen gerecht werden. Und er war ständig frustriert, dass er, egal was er tat, nie Anerkennung von ihm bekam. Er hat sich mir oft anvertraut, suchte den Trost, den sein Vater ihm verwehrte. Ob dein Sohn davon auch profitieren könnte? Er hat sich mit dem anderen Zwerg angefreundet, dem Bruder des Blauen. Oh. Na, wenn er es hin... Der Blaue und der andere Zwerg. ...braucht er mich wohl nicht mehr in seinem Leben, was? Das meinte ich damit nicht. Das war Sarkasmus. Das kennt Kratos nicht. Hui. Ja, mich hat auf dem falschen Fuß erwischt, bis nach hinten. Ja. Muss halt aufpassen. Immer Obacht, ja. So, machen wir den auch weg. Tschüss. Nee, du machst hier gar nichts weg. Du bist ruhig. Und jetzt holen wir uns die Belohnung. Yay. Weltenstaub. Das ist super. Das kriegen wir so weg. Oh, die waren nicht verbunden? Frechheit. Wir haben das Innere des Gebäudes freigelegt. Siehst du irgendwas Wertvolles da drin? Ja. Wie Kratos sagen würde, na klar doch. Oh, das war noch nicht hoch genug. Das Tor ist offen. Wir können zurück und hineingehen. Yes, yes. Und da können wir natürlich hier rüber gehen. Schön, 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 schön. Haben wir das Rätsels doch auch Lösungen gefunden. Doch nicht. Ach, muss ich die Axt da lassen? Kann es sein, dass die Axt dann da lassen muss und nicht mitnehmen darf? Na, wir gucken nochmal. Mimir, was weißt du noch von dem Angriff der Asen auf Freyr? Oh, dass er ihn gewiss nicht verdient hatte. Die Asen waren zu undiszipliniert und ungeduldig für feinsinnige Warnzaubersprüche. Wisst ihr was? Wir machen später weiter. Genau. Hey, hat sie nicht gesagt, das Tor ist offen? Ach, da ist noch was Kleines. Okay. Da, das da. Da muss ich vielleicht hin. Mal gucken. Weil irgendwie muss ich jetzt da reinkommen. Wenn ich das Tor nicht heben kann, muss der irgendwie anders gehen. Ist ja gut. Du hast heute schon ein Konzert gegeben, das reicht, ne? Ach, das Tor ist auf. Ja, toll. Da will ich das denn wissen. Wechsle die Pfeile! Oh. Wäre natürlich gut, wenn sie automatisch dahin schießen würde, wo ein Feind ist, aber hey. Das macht. Warte mal, wie komme ich hier nochmal rauf? Ach so, mit Kreis. Ah, verdruckt.
Ein Stück ist nett. Kann doch wieder zusammen nett. Oh. Nett. So, jetzt kann ich hier raus, oder nicht? Nö, immer noch nicht. Na gut. Dann gehen wir wieder hier raus. So, jetzt habe ich hier. Jetzt auf einmal da war, man weiß es nicht. Finden wir das schon. Echt? Wie komme ich denn hier hin? Oh, jetzt zeigt mir das Spiel aber Dinge, die es mir besser nicht zeigen würde, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Nervt voll. Von irgendeiner Seite wird man da schon raufkommen, gehe ich stark von aus. So, kurz die Karte öffnen. Ich bin da. Nee, wo bin ich? Ich bin hier. Hier ist eine Sackgasse anscheinend. Aber da muss ich ja weiterkommen. Irgendwie. Lass mal hier in die Sackgasse rein, mal gucken, was da ist. Keine Sackgasse. Dieses Gekritzel. In der Nähe müssen. Hier geht's weiter. Zedre sein. Na dann. Da ist wohl ihre Kugel. Lundas Kugel. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, was sie macht. Ja. Glaubst du wirklich, sie lässt uns das verdammte Ding suchen, wenn es uns töten würde? Bringen wir sie ihr einfach. Interessant. Oh Gott, wie kriege ich die denn? Wie kriege ich das denn? Bringen hier nichts. Aber die auch nicht. Okay. Kriege ich das bis dahin? Weil das ist ja schon zu weit weg. Ach, warte. Vielleicht damit? Glocken, die Glocken nehme ich. Und wenn die Glocken, dann glocken sie. Ah, der erste ist noch nicht gut gesetzt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir gucken mal. Dann kommt er aber an den nicht. Kommt er überhaupt anders in den Käfig ran, die Explosion? Ja. Also ich muss das schon so machen, ne? Aber kriege ich das so weit gespreadet? Nee.
Dann macht man die größer. Ja, leck's mir doch, ne? Oh, scheiße. Okay. Die halten nicht so lange. Ei, ei, ei. Okay. Okay, ja, dann muss ich das ja nochmal machen. Scheiße, ja. Beeile mich! Geschafft. Ah, okay, ich wusste gar nicht, dass man die größer machen kann. Das macht ja übelst viel einfacher. Was da? Ah, irgendwas. Ich glaube nicht wichtig, eine Pflanze oder so. Was hier? Achso. Cool. Na dann, wenn man das so machen kann, ist das natürlich eine gute Sache. I like it. Mehr Cedar-Markierungen. Gunhilds Freunde können nicht mehr weit sein. Mhm. Ich will nicht runterwerfen. Weil, ne? Was haben sie nur mit diesem Ort gemacht? Wo ist denn die Pflanze? Ach, da hinten. Ich glaube, ich treffe die nicht. Ne? Aber ich muss die irgendwie treffen. Wäre schon wichtig. So, wir haben Lundas komplette Rüstung und ihre komische kleine Kugel. Bringen wir alles zu ihr? Ja, wie kriege ich das jetzt weg? Offensichtlich so. Sehr gut. Aber bei dem Auftrag, ja? Die Sailor-Fanatiker erschlagen. Na gut, das geht ja noch nicht. Müssen ja noch irgendwo welche sein, ne? Schickes Rohleder. Schickes, schickes Rohleder. Oh nein. Ich muss nochmal runter. Problem ist, man weiß ja auch nicht, ob man alles was gefunden hat oder nicht, ne? Aber das ist ja auch nicht so schlimm, finde ich. Ja, dies wie das. Ich kann nicht alle Leichen jetzt hier runter, also das geht ja nicht. Sie sehen nicht mehr besonders freundlich aus, oder? Geben wir ihnen Frieden. So. Hier geht's runter und dann komme ich nämlich auch zu der Kiste, die ich gesehen habe. Aha! So funktioniert das Ganze also. Bist du fertig? Ja.
Schon. Oh, jetzt habe ich das mit der Explosion natürlich vergessen. So, der ist tot. Na gut. Dann, no hate, ne? Scheiß Pflanze. Ach komm, leck mich am Arsch. Hä? Wie kriege ich ihn nochmal kaputt? Trifft mich ja die ganze Zeit, ist auch blöd. Ach ja, dann packe ich einfach drauf vorbei. Ich war ja voll drinnen, ne? Oh, keine Ahnung, wie das geht. Falsch vergessen, ehrlich gesagt. Kann ich irgendwo runter? Ja. Übelst nervig, die Pflanzen. Irgendwie kann man die auch kaputt machen, aber ich weiß nicht mehr wie. Hab's vergessen. Nee, da ist nix. Ich kann einfach durchwerfen, alles klar. Na dann. Ich glaube, das war der letzte. Verdammt, ich kannte diese Seelen. Ich hätte sie für klüger gehalten, als mit Saber-Magie herumzupfuschen. Sie waren verzweifelt. Und jetzt sind sie tot. So komme ich auf die andere Seite. Du gibst dir die Schuld. Und? Das wird deinen Schmerz nicht lindern. Gehen wir zurück zu Gunnhild. Es sei denn, du willst noch was loswerden. Will ich nicht. Aha. Na guck. Wir müssen irgendwie durch den Schutt da kommen. Achtung! Über dir! Mir ist nichts. Ja, aber wo ist denn das letzte Ding? Was steht da? Dinge. Denk mal, wenn du Gold bist oder Platin, wirst du alles haben oder nicht? Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Aber die Seder haben nicht. Ach, komm ich denn nie? Ach du Scheiße. Ach so. Nee. Das wird nicht gehen, oder? Denn kaputt? Kann er schlecht von da hinten bis hier hin mit so einem Wurfding rumlaufen. Okay. Kann man da durchwerfen? Von da oben treffe ich es aber auch nicht, ne? Da habe ich es nicht mal gesehen. Also. Aber, warte mal. Warte mal.
Mittelpfeile bringen hier nichts. Ja, dann schieß mal dahin. Muss das halt genau treffen, ne? Aber dann ist es wirklich nicht. Es explodiert zwar, aber nicht so, wie es soll. Dadurch werde ich nicht werfen können. Kann ich die hier drauf packen? Ja, da haften die auch nicht. Ja, scheiße. Warte mal, wenn ich das hier mache, sehe ich das von der Seite, weil das Problem, warte mal, das muss ich anders machen, glaube ich. Ich müsste da noch eins hinmachen. Weil den sehe ich eventuell von da oben und könnte ihn benutzen. Ach du Scheiße, wir sind da hier. Oder? Nee. Dann müsste da oben noch einer irgendwie hin. Warte mal. Hier vielleicht. Das könnte passen. Vielleicht kann ich die so in die Luft jagen. Das hat wohl geklappt. Ja. War doch super. Nebel Elheims schwerer Runenangriff. Na guck mal. Jetzt kommen mal die Sachen hier. Direkt benutzen. Aber was ich immer noch suche. Was hast du gefunden? Das nehme ich. Was ich ja immer noch suche, ist der letzte. Hier links. Ist der? Hier kletter ich hoch. Das war abgeschlossen. Ne? Es ist getan. Deine Freunde ruhen in Frieden. Gut. Und tut mir leid. Wäre ich hier gewesen, hätte ich das verhindert. Hältst du uns für Kleinkinder? Ja. Die nichts allein entscheiden können? Nein, aber wir haben einen Fehler gemacht. Aber es war unsere Entscheidung. Du hättest nichts daran geändert. Auch hier nicht. Ich... Ja, du hast recht. Leb wohl, Gunhild. Leb wohl, meine Göttin. Tschüss. So, aber wo ist das letzte verkackte Nornsymbol? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass du meinem Volk geholfen hast. Habe ich nicht. Sie waren bereits tot. Doch, hast du. Du hast ihren Geistern Frieden gegeben und meinem ebenso. Ich bin erleichtert. Genieß es. Es wird nicht anhalten. Du hast recht. Es gibt bestimmt noch weitere verdorbene Schwestern in den Welten. Du sorgst wirklich immer für ein fröhliches Ende, Bruder. Kratos hat Sonnenschein, aber was machen? Also. Ah, da ist er. Scheiße. So, und dann brauchen wir noch das R und dann haben wir es. So, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder ein Horn. Von den Norn. Oh. Schön. Mal gucken, ob ich irgendwie PS3 zum Laufen kriege wieder. Nicht jetzt. Erwischt! Hinter dir!
Oh Gott! Ja, wie soll ich denn da wegkommen? Die Heilung könnte aber besser sein, finde ich. So schnell gar nicht drücken. Hä? Warum hat das denn jetzt nichts gebracht? Das ist ja total dumm. Oh, war zu weit weg. Den, ne? Hä? Hier war da noch irgendwo was. Warte mal, ich hab's doch gesehen. Oder habe ich das schon aufgesammelt? Hier war da irgendwo noch Leben, oder nicht? Ja. Wollte ich schon mal gesagt haben, du. Weißt du, warum ich in jener Nacht gegangen bin? Ich ahne es. Er hat mir gezeigt, wer er wirklich ist. Odin wollte, dass ich ihn mit einem Schutzzauber belege. Der, den ich bei meinem Sohn benutzt habe. Aber so, wie es ihn verrückt machte, lehnte ich ab. Er war wütend und warf alles, was er finden konnte. Zerstörte den Raum. Danach herrschte nur noch Kälte. Ich versuchte es zu richten, aber... Niemand hätte so leben können, Majestät. Ja, seid ausgenutzt, ne? Der alte Sumpfhimmel. So, wo, wie, was, warum? Ach, da hoch. Okay. Die Rüstung, die die macht, fand ich scheiße, ne? Bergen. Naja. Werden mal gucken. Es wird bestimmt irgendwann eine Rüstung geben, wo ich sage, boah, die ist geil. So zum Ende des Spiels hin dann. Wie immer. Was ist denn hier? Ach, kein Bock jetzt da runter zu laufen. Ach nee. Dort, da drüben. Da komme ich auch nicht ran, oder? Nein. Ah, das musst du wieder wahrscheinlich mit den Großen machen, ne? Ich doch auch überall nicht ran. Ey, wo muss ich denn da hin für? Das verstehe ich manchmal nicht. Das ist alles viel zu weit weg. Hm. Na gut, ich muss ja auch noch die anderen finden. Dann überlegen wir uns was dafür. Da oben ist noch eine. Das ist alles viel zu weit weg, ne?
Wobei, das könnte man vielleicht sogar hinkriegen. Indem du sagst, mach mal hier. Siegelpfeile bringen hier nichts. Aber die sind halt nicht connected. Connecten die sich nicht über Wasser hinweg? Na doch, okay. Siegelpfeile bringen hier nichts. So, dies an. Ist da, die kriegen wir aber auch easy an. Nur bei der letzten bin ich mir nicht sicher, wie ich das machen soll. Ha. Wie kriege ich die jetzt am besten an? Kann ich hier irgendwo noch rum? Da ist noch ein Vogel. Wo fliegt denn der hin? Wie fliegt da denn der Vogel? Ja. Oh, die zu treffen, es ist so zum Kotzen, wenn die sich bewegen, ne? Nicht so einfach. Oh, der war, glaube ich, gar nicht mal so unknapp. Man weiß halt auch nicht, wie die richtige Höhe und so ist, das ist aber das Problem. Ich weiß ja auch nicht, wie weit der weg ist, der Drecksvogel, ne? Oder ich muss es machen, wenn er hier irgendwo ist. Weil dann dürfte er ja nicht so weit weg sein. Oh, er ist sogar noch höher gewesen, krass. An, wie weit der weg ist, der Drecksvogel, ey. Ach, scheiße. Ich muss ja auch loslassen irgendwann, ne? Okay. Treffe ich ihn halt so auch gut. Nee, ich komme hier nur runter, aber nicht woanders hin. Psst. Warte mal. Kann ich das über die hier machen? Komme ich daran? Mit der? Ja. Another Apple. Schön. Ich glaube, dann habe ich ja alles soweit. Kratos, ich sehe etwas. Ja. Was denn? Das ist immer cool, ich sehe etwas, aber was siehst du denn? Also, weiß ich doch nicht. Ja, mach mal. Unglaublich, dass ich zurück bin. Pescher. Natürlich. Vorsicht! Das ist ein Seelenfresser! Der gehört hier nicht her! Wir müssen ihn loswerden! Er kann explodieren! Vorsicht! Ha!
Oh shit, hier ist alles Gift, hab ich vergessen. Sind die Objekte, die ich suche, noch da? Na klar. Was Interessantes? Weiß ich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die kaputt kriege, ne? Wohl noch auf der anderen Seite fest. Na gut. Können wir aber erstmal hier irgendwo weiter gucken. Da haben wir ein Tor, aber das. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir beide Fackeln anzünden, um sie zu öffnen. Na klar. Machen wir doch. Kratos ist doch ein guter Fackelman. Boy. Ich möchte so vieles an diesem Tag ändern, wenn ich nur die Zeichen gesehen hätte. Achtung, rechte Seite! Rexpflanze. Bin ich dich los? Ne, das war's. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Ja, ja. Verstehe ich auch alle. Oh. Achtung, hinter dir! Lass dich nicht unterliegen, geh bloß nicht weg da. Alter, diese Dreckspflanze, ne? Das Wappen der Hilly-Familie. Eine der ersten Familien, die vom Krieg zerrissen wurden. Kann die nicht dafür sorgen, dass die mich nicht angreifen? Mein Diadem ist hier. Es ist auf dem Sockel! Bei der Galerie! Zuerst müssen diese Kreaturen weg! So. Jetzt gib's aus Fresse. Geöffnet.
Eine nicht so geheime Geheimtür. Tobsucht der Furien. Was macht das? Oh, das ist nice. Das nehme ich. Will ich das auch gleich verbessern? Ja. Das mache ich auf 2. Macht viel Schaden. This is what I like. Hallo. Wo ist sie denn jetzt? Mach. Geht nicht. Na dann. Das hat dir gehört. Ein Symbol der Hingabe. Nach der Zeremonie ließ er jede Woche ein neues anfertigen. Jedes schöner als das letzte. Er hörte auf, als ich mich weigerte, ihn die alte Magie zu lehren. Mein Volk hat mir auch Geschenke geschickt, damit ich mein Zuhause nicht vergesse. Aber nach der Geburt meines Sohnes hörten auch sie auf. Bin ich halt wieder hier unten? Was bringt mir das denn? Ja, wir werden es herausfinden, nicht wahr? Oh. Wo kommst du? Ja. Ich kann das von hier nicht lesen. Gehen wir zurück, dann sehe ich mehr. Na klar. Außerdem das Hacksilber muss ich ja noch mitnehmen. Ich dachte, es bringt mir Frieden, es zu zerbrechen. Aber ich fühle nichts. Vielleicht liegt das, was du suchst, nicht in einem Diadem. Vielleicht hast du recht. Das Wort ist unvollständig. Da fehlt ein Teil. Okay, das Tor ist auf jeden Fall zu. Klettern kann ich hier auch nicht. Könnte ich die bitte auch einfach an die Wand? Das wäre super, dass ich die auch treffen kann. Das ist ein mystisches Feuer. Die Flammen sind kurzlebig. Ja, sehr kurzlebig. Kann ich das hier treffen? Ja. Okay, warte mal. Hä, willst du mich verarschen? Ich treffe das doch aber. Und das treffe ich wieder nicht? Hä? Nur weil ich das gesehen habe, dass da irgendwas komisches sich dreht oder bewegt oder irgendwas ist. Oh.
Achtung! Hinter dir! Das Problem ist, ich kann nicht schnell genug Schaden machen. Rot! Hinter dir, pass auf! Das macht ihm ja auch nichts, ne? Solange der Niker lebt, bringt das. Ich weiß es doch. Finden wir ihn! Hinter dir, Vorsicht! Schütz dich selbst! Endlich! Hinter dir, Vorsicht! Ach, shit. Alter, genau. Bin ich dich los? Ich treff's halt nicht, weil ich nicht weiß, wo es genau ist. Der Letzte! Da. Ich sehe den Kelch. Ja. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Heilung irgendwo? Das wäre voll geil. Man heilt sich zwar immer so ein bisschen, aber ein bisschen mehr wäre schon schön. Irgendwas Aufschlussreiches? Nicht wirklich. Von der Zeremonie. Ein Symbol der Versöhnung. Wir tranken aus dem Kelch der Liebenden, bis wir kaum noch stehen konnten. Ich habe ihm in dieser Nacht gesagt, dass ich eine Entschuldigung von Freya möchte. Odin versicherte mir, dass ich keine andere Familie bräuchte als ihn. Und ich glaubte ihm. Aber ich muss da irgendwie hin. Wie komme ich da jetzt hin? Was soll das? Achso, du machst das einfach so mit Zauberei, ja klar. Dann. Alles gut. Hab nichts gesagt. Das Wort ist vollständig, aber ich kann es von hier nicht lesen. Ja, scheiße. Gehen wir wieder runter. Ja, ja, ja. Kann ich von hier runter vielleicht? Nee. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Boah. Und besser? Nein. Stressig. Der Schmerz wächst nur. Werde ich ihn denn niemals los? Was muss ich denn noch tun? Es ist eine Anklage meines Volkes während meiner Hochzeit. Na dann, schauen wir mal, was da jetzt steht, ne? Warum ängstigt mich nach all den Kämpfen, die ich ausgetragen habe, was auf der anderen Seite dieser Tür ist? Die schwierigsten Kämpfe trägt man in sich selbst aus. Aber bei diesem Kampf wirst du nicht alleine kämpfen. Bist du bereit? Ja. Na dann. Da ist sie. Meine letzte Verbindung zu Asgard. Wir haben das Schwert gemeinsam in den Pfeiler gestoßen. Das Schwert wurde für die Zeremonie geschmiedet. Ein Symbol unseres Bundes.
Molnar. Der Stein weigert sich loszulassen. Die tiefsten Wunden formen die stärksten Bünde. Der Bastard sagte das in seinem Gelübde. Ich hasse es, wenn er recht hat. Asgard gehört ein Teil von mir, der nie weggeht. Das Band zu meinem Sohn. Zu den Valkyren. Diese Welt gehört nicht allein Odin. Sie gehört mir ebenso. Der Schmerz gehört nur ihm. Ich werde nicht länger daran festhalten. Das Schwert trägt nicht länger unser Vermächtnis. Doch wird es nun das meinige. Eine viel passendere Verwendung. Zwei Schwerts. Danke. Okay. Ich schätze, jetzt geht es zum nächsten Kampf. Ja. Na klar. Heute hast du einen wichtigen gewonnen. Es geht immer zum nächsten Kampf. Manchmal vergesse ich auch einfach, dass ich hier was machen muss, ne? Ich bin im Ausweichen. Wie soll ich denn dann was machen? Achtung, rechte Seite! Wechseln die Pfeile! So, hat am Ende ja doch was gebracht. Schön. Sie muss das ja unbedingt sagen. Ja. Auf den nächsten Kampf. Seit wann fragst du denn bitte um Erlaubnis? Es ist nur, ich verdanke dir mein Leben. Wie es auch ist. Und ich habe dir Schmerzen bereitet. Dich in eine schreckliche Situation gebracht. Und das, Freya, tut mir aufrichtig. So, jetzt wollte ich ja eigentlich, wo wollte ich denn jetzt hin? Jetzt wollte ich woanders hin. Jetzt wollte ich nämlich mal dahin. Genau. Erstmal hier in das abgeben, dann hier hin und zu gucken. Kommt man hier überhaupt ins Wasser? Ja, hier rüber, ne? Und dann vielleicht hier hinfahren. Ob man irgendwie da hinkommt. Oder hier vielleicht durch. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich weiß.
Aber ich schwöre dennoch, mich zu bessern. Was immer du verlangst, betrachte es als erledigt. Ich stehe auf ewig. Ich weiß das zu schätzen. Auch wenn du ein unausstehlicher Besserwisser bleibst. Ich fürchte, ich werde nie lernen, damit aufzuhören, Majestät. Wahrscheinlich nicht. Schild hoch! Ich kann das Schild nicht hochmachen, wenn ich gerade am Angreifen war. Ja, wow. Sie soll einfach mal angreifen, wenn sie kann. Dann lass mich das jetzt einsammeln, du Drecksau. Ich bin nicht hoch genug, schnell genug. Oh, jetzt wird's kritisch. Neues. Nehmen wir einfach das. Weißt du, ein arroganter Mann hat mir einmal gesagt. Was ist das für ein Siegel? Erhöht den Schaden jeglicher Tod von. Achso. Okay. Dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, nur dass sie einen prägt. Sie setzt sich einfach schon rein, während er das schiebt. Na klar. Ich hatte schon lange keinen Vertrauen mehr. Würde mir der Gott der wenigen Worte gelegentlich sein Ohr leihen. Solange ich gebraucht werde. Das wäre doch auch, das wäre die richtige Stellung, glaube ich, im Olymp gewesen. Gott der wenigen Worte. Hätte so keinen Stress gegeben. Ach scheiße, wie kriege ich denn den Raben nochmal? Da war doch noch ein Rabe. Du kannst fortfahren mit Freyr. Oh, ja. Also... Die Asen verloren rasch die Geduld mit der subtilen Ackerbaumagie, in der Freyr sie unterwerfen wollte. Als also alles schief lief, schoben sie ihrem Lehrer die Schuld zu. Und es geht zu Fuß weiter. Ich erzähl später. Oh, da ist noch was eingebuddelt, glaube ich. Was wichtig ist. Wie konnten wir das übersehen? Dieses Wappen. Es
gehört mir. Ah, das Gesicht yeah. kenne ich. Ihr habt was für mich, stimmt? Hier. Oh, schön. Vielen, vielen Dank. Helka will diese Kugel schon den ganzen Winter zurückhaben. Ist ihr Lieblingsspielzeug. Was? So, wenn ihr jetzt den Rest meines Rüstungssets da draußen findet, repariere ich es für euch. Sogar ohne Bezahlung. Oh, eigentlich kann das jeder Zwerg. Ich dachte aber, wenn ihr das wüsstet, würdet ihr mir meine Kugel nicht bringen. Nichts für ungut.